Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Da ist fast passiert. Breath of the Wild natürlich. Ich muss die Maske hier mal absetzen. Denn jetzt ist nicht die Zeit für Crux. Jetzt ist die Zeit für Next Platform. Next Platform, please. Man, what do you want for me? Ja, wir machen jetzt die nächste Plattform und da werde ich mir auch direkt mal 251 Crocs. Oh, das ist über ein Viertel auf jeden Fall schon mal. Aber es ist noch kein Drittel. 300 wären Drittel im Übrigen. 50 Crocs fehlen uns noch für ein Drittel. Ja, wir wollen jetzt mal zu dieser Plattform gehen, die hier entstanden ist. Die ist allerdings auf der anderen Seite von Vanaboris. Und das Ding ist, ich kann nicht so einfach um das Ding herumlaufen. Ich werde einfach wahrscheinlich weggeportet. Außer ich habe einen guten Abstand. Aber ich habe einen guten Abstand. Das Ding ist schon groß, ne? Ach, ein Wolfi ist das. Ein Wolfi. Wolfi Wolfington. Ist das da ein Croc? It might be, aber it is not. Ich denke auch nicht, dass hier oben ein Croc sein wird. Ist das da oder war es weiter unten? Das müsste weiter unten auf jeden Fall gewesen sein. Wir können ja mal eigentlich... Huch. Nein, war schon richtig hier. Wir können ja mal hier die Ballade der Recken anmachen und dann auf die Karte schauen und sehen. Das ist dieser Punkt da, wo wir gerade hinschauen. Da drüben ist es. Da wollen wir hin. Das machen wir doch mal eben, wa? Was haben wir denn hier eigentlich? Ah, ich sehe da gerade was. Ich sehe da gerade was. Ah, das war ein Croc-Rätsel. Das war eins der beschissensten Croc-Rätsel, das weiß ich noch. Hier haben wir auf jeden Fall mal gleich einen Wächter. Ach, schade. Ich habe noch antike Pfeile, das ist gut. Yo, Wächterli. Du krabbelst da so. Wo krabbelst du denn hin? Hast du mich auf jeden Fall gesehen? Weg war er. Einfach weg. Er war einfach weg. So, haben wir da irgendwas noch? Ach nee, das ist auch einfach nur ein kaputter Wächter. Wäre irgendwie cool, wenn der einfach aufstehen würde. Eigentlich wäre es cool. Ganz ehrlich, es wäre echt cool. So. Auf nach oben. Ja, den Part kann ich noch aufnehmen. Dann muss ich Pause machen. Boah, hab ich weit weg. Boah, hab ich weit weg markiert, ne? Mann, bin ich schlecht. Okay. Stopp. Da kann natürlich auch ein Croc sein. Das will ich jetzt mal wissen. Ja, ich habe Kashiva gehört. Ja, ich schinde Zeit. So, voller Absicht. Und ohne schlechtes Gewissen. So, es kann sein, dass auf solchen... Nee. Manchmal ist da auch ein Croc drauf. So, ach komm, nee, wir drehen wieder um. Nein. So, Kashiva. Spiele er seine Melodie. Auf nach oben hier. Wir trinken unser Bier. Spurtling. Ja, geil. Und jumpen wir nach oben. Ben. Aber bevor wir zu dieser Plattform gehen, möchte ich erstmal hier ein bisschen Steinsalz und ein bisschen Bernstein einsammeln, ne? So.
Dann komm und beweis deinen Mut. An Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Doch stelle dich ihnen nicht leichtfertig. Das Steinmonument hat gerade aufgeleuchtet, da bin ich mir sicher. Oh? Sieh an, ich hätte nicht gedacht, so hoch oben jemanden zu treffen. Wie peinlich, kaum bin ich allein auf Reisen, schon führe ich Selbstgespräche. Oh? Sieh nur, das Monument, das im unvollendeten Lied meines Meisters erwähnt wird, es ist hier. Wahrlich eine Freude, dieses Lied unter dem wachsamen Blick des Titanen singen zu können. Lass mich das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ. Diese Verse ehren Urbosa. So höre. Sorry, ich war nicht schnell genug mit dem Lesen. Naboris schickt Blitze im Sand, geleitet von des tapferen Recken Hand. Größere Kräfte noch zu ergründen, folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, die grimme Herrscherin des Sandes vom Thron zu fegen. Es gilt, sich mit treuem Reittier durch die Lichtringe zu bewegen. Es gilt, der Wüstenstadt Schatz zum großen Schlund zu tragen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Und, was meinst du? Wenn ich in jeder Region auf den Spuren der Recken folge, sollte ich alle grundlegenden Verse ergänzen können. Es ist fast so, als würden die Recken durch das Lied mit mir sprechen, als wollten sie, dass ich es vervollständige. Ich sag gleich was dazu. Also ist es meine Pflicht, mehr über die Recken aus Hyrules Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Zu meiner Freude haben Königin Ryu und ihre Leibwächterin Billa mir mit Geschichten über ihren Recken geholfen. Es war zwar etwas aufwendig, aber Gerudo Stadt war den Besuch auf jeden Fall wert. Das war dieselbe Melodie, die ja auch schon am, oh Gott, das ist schwierig. Das ist schwierig. Na, jetzt ist nicht mehr so schwierig. So, schauen wir mal. Da unten ist Gerudo Stadt. Wir hätten auch noch ein bisschen näher ranzoomen können. Da ist Gerudo Stadt. Wir haben hier diese Form. Wir gucken uns nochmal an. Da geht's eher näher an die Dings ran. An die Wand. Da geht's eher näher an die Wand ran. Also hier. Also muss das hier in die Richtung sein, wenn mich nicht alles täuscht, oder? In die oder in die? Wir sind auf jeden Fall einmal so vier Statuen. Nee, halt, das ist... in die Richtung. Hier. Hier sind die vier Statuen. Also muss das hier ungefähr sein. Von den Statuen aus noch ein Stück weiter links. Schauen wir mal. Ja, hier. Hier ungefähr muss das sein. Schauen wir mal auf die zweite. Da haben wir hier das Labyrinth. Das ist easy. Das ist easy. Das finden wir easy. Muss mal kurz gucken. Hier das Labyrinth. Ein Stück runter und links. Hier das Labyrinth. Ein Stück runter und links. Haben wir irgendeinen markanten Punkt? Ja, wir haben hier so ein Teil. Ne? Das könnte hier sein.
tatsächlich. Das könnte hier sein, tatsächlich. Passt das? Kommt das hin? Ja, das kommt hin, oder? Es kommt ungefähr hin. So, und dann haben wir noch eins, und das ist das hier. Und das wird tatsächlich ein bisschen schwieriger. Moment mal, wir haben hier so eine Art kleinen Fluss. Wir haben hier so eine Art kleinen Fluss. Wo haben wir denn hier Wasser? Hier oben hätten wir Wasser. Und das wäre Gerudo-Tal. Hier hätten wir, das ist es. Das ist es. Hier oben. Ist das aber das Kané? Das ist never ever das vergessene Plateau. Wo haben wir denn noch Wasser? Es könnte aber doch hier sein. Ist das auf dem Hylia-Berg? Ist das auf dem Hylia-Berg? Nee. Wo ist dieses Wasser hier? Wo ist dieses Wasser hier? Das muss ja eigentlich schon hier in der Gerud. Oder ist es halt hier, ne? Wo hier die ganzen Berge sind, dann ist das hier, oder? Hm? Da ist grün. Boah, das ist schwer. Das ist schwer. Es könnte halt auch hier sein. Hier ist ja auch Wasser, aber was... Ansonsten wüsste ich halt nicht, wo hier Wasser sein soll. Es könnte halt hier sein. Das ist... Nee. Das geht hier runter? Ich habe keine Ahnung, wenn ich das hier markiere, dann ist der Punkt hier. Na gut, das nützt mir echt viel. Hätte ja funktionieren können. Es hätte ja funktionieren können. Schauen wir uns das Ganze nochmal mit der Kamera an. Ich da auch ein bisschen zoomen kann. Wo könnte das denn sein? Ist das vielleicht auch hier ganz in der Nähe? Aber hier ist kein Fluss oder sowas. Hier könnte das halt tatsächlich nee, das würde auffallen. Oh, ich weiß es nicht. Also den letzten Punkt, den weiß ich echt nicht, Leute. Aber ich würde auch gerne jetzt schon, einfach weil die Zeit ein bisschen drängt, gerade leider Gottes, gerne jetzt schon den Part beenden. Wie gesagt, die Zeit drängt leider ein bisschen. Wir gucken dann im nächsten Part mal, wo das sein könnte. Ich werde mir auf jeden Fall hier... das Teleportmedaillon platzieren, dass wir uns hier wieder hinporten können. Und ach komm, scheiß drauf, den einen will ich jetzt noch finden wenigstens. Den einen will ich jetzt wenigstens noch finden. Und zwar den blauen Punkt. Und zwar den blauen Punkt. Den würde ich gerne mal finden. So. Okay. Das war hier. Das könnte allerdings auch ein Stück weiter oben sein. Ich mach mal hier noch gelb. Ist auf jeden Fall unterhalb des, des Labyrinths und in der Wüste drin. Da ist ein Krogrätsel. Ich glaube, das habe ich schon, ne? Ja. Oder? Nee. Das habe ich tatsächlich noch nicht. Wo ist das Steinchen? Da. Komm, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir das auch fix machen.
So. Dann können wir das auch fix machen. Schon haben wir 252. So. Könntest hier echt so sowas wie Daily Croc machen. Dann hast du jeden Tag einen Part, wo du einen Croc sammelst. Und 900 Folgen. Wäre irgendwie witzig. Irgendwie wäre das witzig. Moment mal. Könnte das aber auch an der Wüstenoase sein? Nee. Das sind ja keine Berge. Warum sollte das an der Wüstenoase sein? Warum sollte es an der Wüstenoase sein? Dem ist dem Frage. Dem ist dem Frage. Hier, der Stein da. Der war so markant gerade. Das ist das Steingebilde da und der Stein, der war eben so markant. Auf den wir gerade zufliegen. Könnte halt tatsächlich schon die gelbe Markierung sein. Wir sollten vielleicht mal unsere Wüstensachen anziehen. Wir haben zwar jetzt keinen Schutz mehr, aber immerhin schwitzen wir uns nicht zu Tode und burn to death. Ich glaube, ich habe beide Markierungen verkackt, oder? Die eine zu früh. Definitiv zu früh. Und die andere zu weit hinten wahrscheinlich, oder? Guck mal, da ist auf jeden Fall ein Krockhort oder so. Haben wir nicht die Sandstiefel irgendwo? Haben wir nicht irgendwo die Sandstiefel? Sandstiefel? Hm. Ninja-Hose? Damenschleier? Keine Sandstiefel? Wir haben doch Sandstiefel. Da, Sandstiefel. So, damit sind wir definitiv mal ein bisschen schneller. Okay, den blauen Punkt haben wir nicht so krass verkackt. Und hier ist auch Musik, das heißt hier ist ein Schrein. So. Okay. Kletis. Hm, ist es denn die Möglichkeit? Bist du nicht die Kleine, die ich in Gerudo-Stadt gesehen habe? Stimmt doch, oder? Ich kümmere es ja nicht, was du trägst, aber Kletis geübt ein Auge entgeht nichts. Oh, verstehe. Deine Frauen die Stadt betreten dürfen, das ist ja eine fantastische Geschichte, aber du hättest doch sicher deine Gründe. Ich werde es nicht rum erzählen. Ja, du bist Kletis, du erzählst es rum. So ganz nebenbei, ich bin hergekommen, um mich nach spannenden Gerüchten umzuhören. Und wo du schon hier bist, kann ich dir gleich eins erzählen, das ich noch in einem keinem Buch veröffentlicht habe. Der Titan hat sich gerade beruhigt und die Blitze haben aufgehört. Und dann erschien eine seltsame Moldora. Das wird eine großartige Geschichte. Die Gerudo-Kriegerinnen versuchen sie zu bekämpfen, aber mit normalen Schwertern lässt sich da nichts ausrichten. Ich frage mich, welche Waffe da einem weiterhelfen könnte. Bei Moldora? Da kommst du aber mit normalen Schwertern weiter. Habe ich davon nicht sogar ein Bild gemacht gerade? Nee, ich habe vom ersten ein Bild gemacht. Aber guck mal, plötzlich ist hier Sandsturm. Plötzlich ist hier Sandsturm. Warum? König, was? Okay. Na? Meine Windklinge zerbricht gleich. Meine Windklinge ist zerbrochen. Mein Gardeschwert zerbricht gleich. Oh, Moment mal. Da hängen
Lanzen drin. What the fuck? So, Moment mal. Das war's, Königs Moldora. Stopp! Ist zwar ein schlechtes Bild, aber ich hab's. Wow. Okay. Das war jetzt irgendwie cool. Aber wir haben die Königsmoldova schon mal besiegt. Also, alles cool. So. Wunderschön. Jetzt haben wir wieder einen Punkt, wo wir uns hinporten können. Das ist eigentlich richtig cool. Und was haben wir denn hier alles drin? Gerudo-Bogen. Dafür ist in deiner Tasche kein Platz. Das ist eh zu schwach. Ein Gardebogen. Den nehme ich doch liebend gerne. Ach, guck mal da. Alles weg damit. Alles weg damit. So. Okay, Gardebogen. Gut, da ist... Nein. Nein. Wir wollen keinen Ichin-Bogen. Wir wollen... den Gerudo-Bogen, der da drin ist. Sehr schön. Gerudo Zweihänder, verrosteter helle Bade. Kann man wegwerfen. Verrostetes Schwert. Ne, ne, Gerudo-Lanze. Verrostetes Schwert brauchen wir nicht unbedingt. Ein Wurfspeer. Ja, ist auch nicht so krass, ne? Und noch ein Gardebogen. Schnellfeuer. Bockbogen, Bockbogen. Ja, gut. Auf nach oben, den Schrein aktivieren und dann im nächsten Part zum... Ne, wo ist er denn? Da. Der Kaibetawa-Schrein. Und dann im nächsten Part zum nächsten Ort und zum dritten Ort auch noch am besten. Alles klar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao.